Moin, ne? Und herzlich willkommen. So, jetzt habe ich auch gehört, ob man mich gut hört. Und herzlich willkommen zu Tiny Tina's Wonderland. Ich habe das heute mal an einem Mittag gestartet, den Stream. Weil gestern hatte ich einen anderen Stream vor mir. Und der hatte Vorrang. Ja, wir spielen hier Tiny Tina's Wonderlands. Ein Borderlands-Spiel, so gesehen. Auf dass ich mich auch so teils gefreut habe. Wer die Tina nicht kennt, das ist der bekloppte Charakter, den ich beim VR-Spiel zu Borderlands mit dem Zug geholfen habe. Ein sehr lustiger Charakter. Und das ist jetzt so gesehen ihre eigene Welt hier. Ich habe das Spiel gerade eben schon mal eingestellt. Deswegen hat es gerade noch ein bisschen gedauert. Aber jetzt spielen wir dieses Spiel. Bitte kein Backseat Gaming. Ich weiß nicht, ob ich das. Warte mal. Ich hier auch eingeben kann. So. Hier. Ich hab's extra nochmal hinzugefügt. Kein Backseat, bitte. Ich will das Spiel selber ausprobieren. Ich will selber sterben. Ich hab momentan noch keinen Kollegen, der mitmacht. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwen dazu. So. Natürlich in. Kooperation, ne? Obwohl, Koop-Konkurrenz finde ich halt viel lustiger, weil das hatte ich damals mit einem Kollegen. Dann haben wir so uns angemerkt, Mann, hör auf, meinen Loot zu klauen! Das fand ich viel lustiger, als wenn man hier jeder seine eigene Beute hat. Das Problem ist aber auch, dass dir jeder Spieler dein Zeug wegschnappen kann. Ich weiß nicht, ob man das noch im Nachhinein ändern kann. Deswegen mache ich das erstmal auf Kooperation. Und jetzt haben wir erstmal eine Wildsequenz vor uns. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und Gut, Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt, der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich jetzt schon Schicksalsbringer gut beweisen willst. Vor allem den Humor Warnung, von dem Spiel finde ich richtig geil. Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr. Ich werde gleich wahrscheinlich ein bisschen in der Charaktererstellung brauchen, ne? Niederstrecken läuft hier echt gut. Wir kommen dich holen, Dragonlord. Narren! Eure Heldengruppe hält mich. Sieht nicht aus wie ein Drache. Ich habe! Wow, ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da, hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Hallo. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ist noch nicht ich fertig. Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert. Ich bin unbesiegbar. Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Burgen werden brennen. Babys werden heulen. Wer sonst? Meines Gelände werden über das Land. Ich wollte gerade sagen, Babys heulen noch generell. Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an. Ja, wie den Sonnen. Tschüss. Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf.
stimmt. Oh und Gott. Jetzt sterb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Krieke! Es ist Königin Aschgau. Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen. Tiny Tina ist bekloppter Verstand, ne? Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet! Hm. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord. Arschgau, du magst zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich! Aber Arschgau hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert. Okay. Von einem Pony niedergemetzelt. Mit einem richtig ulkigen Namen. Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Tschüss! Und so wurde der Dragonlord besiegt! Die Helden haben nichts getan! Einladung abgeschlossen! Also, wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja. Voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Ah, ich darf mir endlich meinen Char erstellen. Und das heißt, ich kehre zurück. So, Controller schnappen. Okay, jetzt muss ich mir erstmal hier eine Klasse auswählen. Pilzgefährte, Schicksalsbringer, werden von einem Pilzgefährten begleitet, der Feinde in der Nähe aktenvisiert oder ihnen Giftschaden zufügt. Speerfeuer, das ist wahrscheinlich mein normaler Skill. Okay, die prallen ab, die Pfeile von dem. Und ich habe Frostzyklone. Berserker klingt schon mal nicht nach mir, ne? Oh, ein Meuchelmörder. Die kritische Trefferchance der Schicksalsbringer wird erhöht. Das hilft super beim Erstechen. Sie schleudern eine große Geisterklinge heraus, die sich an Ort und Stelle dreht und Feinden in der Nähe je nach ihrer ausgeuteten Nahkampfwaffe Schaden zufügt. Ja, der hat halt Tarnung, ne? Der hat einen Beifanggefährten, den ich jetzt schon cool finde. Ja, der überfliegt die Umgebung und brennt die Gegner nieder. Und ich habe halt Flammenskills. Nee. Okay. Ich lese mir hier nochmal die Skills durch. Ne, mit dem Hammer will ich nicht kämpfen. So mit einem Bogen, das fände ich auch irgendwie ganz cool, ne? Ich kann mich zwischen Kilomat und Sporenhüter nicht entscheiden, weil das sind die beiden, die ich nehmen würde. Hm.
Wenn R1 aktiviert, während Geisterklinge aktiv ist, wird sofort in der Zielposition teleportiert. Die hier klingt halt so, als wäre er nur im Nahkampf. Und ich würde eigentlich lieber den Fernkampf bevorzugen, deswegen werde ich den Sporenhüter nehmen. Und das hier kann jetzt eine Weile dauern. Schicksalswende? Ach so, wie mein Charakter ungefähr aufgebaut ist. Okay. Oh, du herzallerliebstes Riesenbaby mit guten Aussehen, Muskeln und genau zwei Gehirnzellen gesegnet. Die niemals miteinander sprechen. Bist du wahrlich ein Gott. Genau genommen, Leo, von der Gott-Imbus. Dein Schicksal war es, immer Großes zu verbringen oder als atmendes Bauwerkzeug klassifiziert zu werden. Ey, die Beschreibung passt 1a. Von Elfen aufgezogen, Archetyp Blink. Du erzählst nur ungern davon, aber du bist in einer Elfenkommune groß geworden. Aufgrund der strikten Ernährung mit hohen Blättern und Baumhaus bist du ebenso leichtfüßig wie Dürr. Wenn du auch nur noch ein einziges Hafen-Solo ertragen musst, fährst du aus der Haut. Ja, das kann ich gut verstehen. Der gescheiterte Mensch. Ein mächtiger Ruf hat dich gelockt, dein Leben hinter dir zu lassen und zu einem Bergkloster zu reisen, in dem du uralte Lehren studieren und über den Sinn aller Dinge nachdenken konntest. Dann hast du einen Nachttopf aus dem Fenster ausgeleert und einen Mönch erwischt. Du bist sicherheitshalber in der Nacht geflohen und hast einen anderen Beruf gesucht. Die Hintergrundgeschichten sind ja richtig gut. Die Packratze. Du bist einst durch deine fantastische Welt gekrochen und deine Taschen mit Eigenkerzen und Käsestückchen zu füllen, die du finden konntest. Du hast den Müll abgeschworen, doch nun richten sich deine Augen auf Werkzeuge der Zerstörung und ihrer leuchtenden Beutestreifen. Das klingt sehr stark nach mir. Und wir haben hier noch den Alchemisten. Die königlichen Alchemistenvereinigung gibt strenge Regeln für die Verwandlungsmagie vor. Scheiß auf diese Typen. Du hast dir einen Namen als Verkäufer in Billigmarkenschmuck gemacht, bist aber neuerdings arbeitslos und auf der Flucht, nachdem der riesige Baron Spitz gekriegt hat, dass ein neues goldenes Amulett aus Schokolade gemacht wurde. Ey, wie gut sind denn diese Hintergrundgeschichten? Also da hätte ich Power ohne Ende, das wäre aber auch das Einzige. Von Elfen gezogen klingt auch nicht so gut. Am besten finde ich ehrlich gesagt den Ex-Inventar-Horte, weil das klingt sogar nach mir. So, ich habe 10 Punkte, die ich vergeben kann. Geschicklichkeit hat 2 Punkte verloren und Konzentration. Das will ich ausgleichen. Ich weiß nicht, mit was meiner kämpft. Am besten für Sporenhüter. Stärke ist bei mir nicht so wichtig. Ich muss gucken, was ist für meinen wichtig. Einstimmung ist wichtig. Und Geschicklichkeit. Dann packe ich da die restlichen 3 Punkte rein. Für das, was wichtig ist. Warte mal, ich nehme 2 Punkte nochmal weg. Und packe sie nochmal in Stärke. Weil ich noch ein bisschen mehr Schaden machen will. So, natürlich will ich nicht Neuling heißen, ich heiße Shining. Ich hab's geschafft, ich habe die Charakterstellung endlich abgeschlossen. Ich bin ein Sporenhüter und sehe so wunderschön aus, wie ihr es gerade sehen könnt. Dann können wir ja endlich starten. Warum habe ich schon wieder meine Verbindung verloren? Ich kann meine Schönheit kaum beschreiben, aber ich versuche es. Es hieß, mal deinen Helden. Und ich bin mein eigener Held. Okay, und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler. Ich habe eine Null vergessen. Oh, neuer Plan. Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich. Also gut, ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin.
Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme. Kapisch? Gut, dann lass mal hören. Ich habe mein Können durch ein Leben voller Unfug verbessert. Es ist an der Zeit, eine echte Herausforderung anzunehmen. Sorry, Leute, ich war kurz an der Tür. Deswegen war ich kurz AFK. Eine Welt der Fantasie zu betreten. Ja, das klingt super. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Lies einfach die Augen und wundert euch. Eine sehr gute Geschichte. Einer unscheinbaren und friedlichen Welt des Königinreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ja, Zeit für Cardio-Training. Zeug zum Looten. Ich weiß, wie man lootet. Ich habe Borderlands gespielt. Ich fürchte die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst sein Grab finden und seine Wiederauferstehung verhindern. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Ich werde übrigens nichts zensieren bei diesem Spiel. Also bei YouTube. Weil die Witze sind dafür zu gut. Okay, rutschen geht, das wollte ich ausprobieren. Ich habe keine Fähigkeit bisher. Es ist schön, dass ich sehe meinen eigenen Schatten. Kann man endlos lange rutschen? Nein, nur so eine bestimmte Reichweite. Inventar, okay, ich habe einfach mal... ich spiele hier mit dem PlayStation-Controller. Mal die Touchpad-Taste gedrückt. Dass ich bisher gar keine Ausrüstung habe. Okay, das sind meine Skills, die ich lernen kann. Das ist ein Tutorial, das bräuchte ich eigentlich gar nicht. Ich habe es nur mal angemacht für den Fall. Mythosfragen wird auf 40 freigeschaltet. Tagebuch sind alle Missionen. Warum habe ich mir Tutorial überhaupt angemacht? Da ist die Karte, die interessiert mich am meisten. Da haben wir gestartet und das ist unsere Karte. Ich will mal sehen, wie groß ist die. Vom dem Gebiet offenbar nicht besonders groß. Ich bräuchte mal eine Waffe. Und ich soll doch eigentlich so einen Pilzkameraden bei mir haben. Würde ich Steuern zahlen, wäre ich voll sauer. Ja, ich kann nicht verstehen. Ich wäre auch voll sauer. Weißt du, du bezahlst Steuern und dann fehlt die Brücke. Wo? Okay. Königin Arschgaul. Sie führt uns durch unsere Quest. Tatsächlich. Führt eine Spur spektraler Hufabdrücke in den Waldweg. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Also, der Humor von dem Borderlands Creator ist halt generell einfach Gold wert. Die scheißen auf jegliche Zensur und denken sich, komm, wir hauen einfach die besten Sprüche aller Zeiten raus. Diese Gattung nennt man Springus Tutorialis und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. Okay. Wann kriege ich endlich meine erste Waffe? In der Ferne lockt euch das Glitzern von geschliffenem Stahl an. Okay. Noch scharf, was ich damit alles zerhacken könnte. Hm. Keine Köpfe, keine Sorge. Okay, doch Köpfe. Ja, Köpfe. Toll zum Spalten, Hacken und zum Gelegen. Ich höre doch ein Pferd. Ah. In der Nähe eine überwucherte aufgelimmerte führen, kommt die Feld. Okay, ich habe zumindest einen Nahkampfangriff jetzt. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat. Ich trainiere so, aber auch meine Gesäßmuskulatur. Ich lese das Tutorial jetzt erst da links, ne? Wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Kann ich Kisten kaputt machen? Ja. Ich kann Sachen zerschlagen. Also es ist nicht nur Deko, ich kann es kaputt machen. Na gut, den Baum kann ich nicht schrotten.
Okay, Schicksalsmarkierungen. Da werde ich wiederbelebt, falls ich sterbe. Beispielsweise, wenn ich jetzt da runterspringen würde. Ich frage mich, was sich die Götter dabei gedacht haben, mir so viel Können zu schenken und anderen so wenig. Warum bin ich so überheblich? Ein weiterer Wegstein weist euch den Weg. Aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zackenden Krabben vorbei. Oh, komm her. Frühstück. Zwackend. Sie sind so zwackend. Die habe ich erledigt. Ihr habt die Krabben besiegt. Zum Glück für euch hatten sie ihre Ersparnisse dabei. Wieso hatten die überhaupt Ersparnisse? Hier unten haben wir wohl alles getötet. Wir sollten da hochklettern und den Hufabdrücken folgen. Ich erhoffe mir die ganze Zeit, dass da irgendwas drin ist. Aber meine Hoffnungen werden mit Füßen getreten. Ich habe Assault-Munition gefunden, aber keine Assault. Da unten ist doch bestimmt ein Secret. Ach ja, Leute. So. Ich kann mir an der Kante vorbeiziehen. Ach so, das ist gemeint. Na gut. Da oben ist doch bestimmt auch irgendwas. Sonst sollte ich da noch nicht lang können. Was ist dort? Komm, Spiel. Gib mir irgendwas. Meine Nase ist heute nicht in Bestform. Bin aber nicht erkältet, keine Sorge. Mir geht's ganz gut. Oh! Die Königin regiert die Wonderlands schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war, so wie ihr jetzt. Sie hat eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe. Ich tiebege die Kiste. Die Waffe von Schicksalsbringern. Oh! Es ist eine Knarre! Ja! Erinnert mich an Oma. Alt und betagt, aber immer noch in der Lage, aus 20 Metern Entfernung Köpfe von Hälsen zu ballern. Ich habe zumindest eine Armbrust. Das ist Tinas Fantasie, Baby! Tina ist einfach ein richtig geiler Charakter. Von Lockmarks erblickt ihr ein malerisches Dorf im üppigen Busen des Tals. Aber dahinter lauert bedrohlich drohend eine dunkle, alte Burg. Wenn ich den Dragon Lord wegsperren müsste, dann in einer unscheinbaren Ruine, wie dieser Burg. Ja, aber so schnell werde ich den doch nicht finden. Wenn ich halt einfach noch gar keine Fähigkeit habe, ist traurig. Kann ich auch das Seil durchtrennen? Nö. Ich soll jetzt hier einfach runterstürzen. Ist das denn ein Ernstspiel? Okay, es gibt keinen Fallschaden. Schicksalsbringer, du wirst nie zum Dunkelherrn gelangen. Hui! Skelett hinterhalt! Los, brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer! Aber immer doch. Kaum eine Herausforderung. Borderlands ist eines der wenigen Shooter, das ich halt leiden kann, ne? An dieser Stelle mal erwähnt. Hallo? Du hast keinen Kopf mehr. Oh, ich kann auch 4 Schüsse machen. Oh, das würde ich auch gern. Oh, Beute klingt immer gut. Verrate mir, wo sein Grab ist, oder ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf dem Diamantschweif. Da liegen auch nochmal 2 Kisten. Lüge! Ich mache dich zum
Die Verbindung kackt aber auch alle paar Minuten ab, ne? Leute! Oh, ein Schild. Ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Jetzt habe ich einfach nur so gesehen eine zweite Lebensleiste. So ist das Schild eigentlich. Nur, dass er sich im Gegensatz zu der wachen Gesundheit auch wieder auflädt. Und das andere muss ich so Gesundheitsdinger finden. Ja, ich habe ein Problem, da ist zu. Oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid, das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff. Wo ist mein Sprengstoff? Nie aufgegeben. Vor dir hört ihr das Gebrüll von tosendem Feuer und das Klappern von Knochen. Wir wollen das Dorf retten. Jawollo. Natürlich wollen wir das Dorf retten. Oh, das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Scheiße, dann ich bin zu spät. Wir das Dorf halt recht. Achtung, wir haben Gesellschaft. Gegen den Besten zu verlieren. Zack. Ich hoffe, ich finde noch eine bessere Waffe demnächst. Also eigentlich tut man das ja auch. Bombenjoke, Digga. Ich hab sie eingefroren. Ach, das zählt als eine Pistole? Komm schon, Garifex. Du bist ein mächtiger Zauberer, der alle 20 Seiten der Welt gesehen hat. Du bist wie ein Blatt durch die wabernde... Da stand gerade irgendwas mit Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht auch sehen konntet. Nur weil du dich in diesem anonymen Dorf zur Ruhe gesetzt hast, hast du noch längst nicht deine Magie verloren. Wenn du nur diesen Eiszauber meistern könntest, kommt der Rest vielleicht auch zurück. Ich finde es schön, dass ich die Kisten auch aufprügeln kann. Komm, ich muss das Dorf rächen. Kann ich Kisten aufheben? Nein. Oh, was ist das denn? Finde alle Glückswürfel. Durch das Würfel mit den Glückswürfeln hat sich dein Beuteglück erhöht. Oh. Zack. Okay, es gibt so ein paar Secrets, die man finden kann. Ich gehe auf die 4 Schusssalven. Komm. Ja, aber in den Nahkampf. Was sagst du dazu? Ich habe einen Skill gelernt. Ja. Zumindest gleich. Wartet. Skills. So, jetzt habe ich das Sperrfeuer. Wie nutze ich das? Ich nehme natürlich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Schicksalsbringer beschwört einen himmlischen Bogen, der 7 Pfeile auf einmal abfeuert. Okay. Und wie nutze ich die? Keine Ahnung. Erstmal Inventar. Die Knarre ist besser, als die ich jetzt benutze. Kammer des Schicksals. Das ist wahrscheinlich eher eine Nahkampfwaffe, ne? Die ich jetzt ausbessere. Ja. Und die ist, glaube ich, in allen Punkten besser. Abgesehen von Kraft. Aber die schlägt schneller zu. Ich werde Ausschau halten nach diesen komischen Würfeln.
Gleich im Haus? Vielleicht ist da einer? Ja, wie benutze ich den denn? Mit R1. Okay. Ich habe die Taste gefunden. Und das geht sogar recht schnell. Die können recht gut abprallen. Das ist sehr schön. Warte mal. Ich habe immer noch Punkte zu vergeben. Ja, ein. Ich mache mal die Gefährtengesundheit hoch, auch wenn ich noch keinen Gefährten habe. Vielleicht kann ich die einfach so finden. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? Mit Geld. So ungern. Ich habe immer noch Punkte. Wo nutze ich die denn? Ach so, hier. Ja. Ich mach mal, was macht Einstimmung überhaupt? Man kann das da ganz kurz lesen. Müsste ich halt wirklich mal so ein Standbild angucken. Aber ich bin auf einer dringenden Mission, die Rückkehr des Dreadnoughts zu verhindern. Du bist ein Schicksalsbringer. Ich wusste, die Königin schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen, sonst finden es seine Schergen zuerst. Das Grab bin auf dem Weg. Tschüss. Das perfekte Versteck. Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit. Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch, Baby. Spüre die Präsenz des Dragonlords. Sein Grab ist. Zwei Schussseifen sind besser. Wie wechsle ich eigentlich Waffe? Ich dachte, wir hätten den Dragonlord schon besiegt. Was? Das ist Ewigkeit. Ah, ich kann die Gegner markieren. Ich höre Tina nur zu, ne? Und krieg halben Lachkram. Die Nahkampfwaffen sind auch super. Ja, mach das. Das war ein Headshot. Hallo, ich bin besser im Nahkampf als du. Tschüss. Soll ich halt weiter ausschauen nach diesen komischen Würfeln? Das war der eine. Ich hab getroffen. Oh, Zahlen. Je größer, desto besser. Sieht. Tschüss. Ich würde sterben für einen Kampf. Burg Peinstein ist eine bröselige alte Ruine. Niemand schreitet mehr durch ihre Halle. Zumindest niemand lebendig. Also die Bogenschützen kann man besser mit Nahkampf fertig machen. Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Die Nahkampfwaffen sind richtig cool. Also bis jetzt habe ich Spaß. So, ich suche jetzt aber trotzdem mal hier alles ab. Nicht, dass ich diesen komischen Würfel übersehe, weil 4 soll es geben. Ich habe gemerkt, dass mich da einer abschießt. Der hat sein Schwert nach mir geworfen. Oh Mist, mehr Bösewichter heißt mehr Arbeit. War mir klar, dass du besser im Nahkampf bist als ich. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen.
Weiß auch nicht, ob man die auf der Karte angezeigt kriegt, wenn die in der Nähe sind. Oh, ich habe meine Luft Kreis gedrückt und dann macht er das hier. Dann macht er so einen Sprungschlag. Bin gespannt, wie viel Schaden das macht. Also beim nächsten Gegner probiere ich es mal aus. Ich nutze auch diese Action-Skills gar nicht, ne? Burg Peinstadt. Zeit, meiner Pein ins Auge zu blicken. Oh, was steht da auf eurem Pergament? Was habe ich denn da gefunden? Das ist ein Gedicht. Gedichtseiten. Wo lese ich das? Ach so, dann habe ich eine Anpassungsoption. Okay. Da lang will ich, ne? Dann gehen wir da jetzt auch lang. Wenn man mehr als eine Schusswaffe hat, kann man wechseln. So bleibt es bekannt. Wie Currywurst. Also, Tina, darf ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Da will ich ja knutschen, Tina. Nein und nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge, ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. So. Du bist wahrscheinlich besser als meine jetzige Waffe, ne? Und welche von euch beiden ist besser? Das hier hat Eis mit drauf. Das hat einen Zoom. Eigentlich ist alles besser als so eine Handgun, ne? Aber die Handgun ist halt trotzdem stärker. Warum zielst du so? Kann ich das umändern? Ja. Okay. Und das hier? So, ich habe beides mal genutzt. Salve lohnt sich hierbei wohl mehr. Auch hier lohnt sich die Salve mehr. Auch wenn ich es eigentlich nicht so mag, in Salven zu schießen. Ich hoffe, das hat was gebracht. Okay, das hat, glaube ich, was gebracht. Halbautomatisch macht mehr Schaden, soweit ich das gesehen habe. 6? Nee, die Salve ist besser. Für Opportunisten ist jede Karte eine Schatzkarte. Ja. Das stimmt. Kiste. Werden meine heroischen Taten jemals verblassen? Wahrscheinlich nicht. Mann, ich wäre gerne ein bisschen weniger überheblich. Schäbt man sich ja für den eigenen Char. So, da oben ist doch bestimmt ein Würfel. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab den zweiten Würfel gefunden. Jetzt hat sich mein Beuteglück erhöht. Die Waffe gefällt mir richtig gut. Ich wollte gerade gucken, ob man mehr schießt, wenn man schneller drückt, aber nein. Der Thronsaal von Burg
Wie ist es so ohne Torso? Die letzte der Feindlinie sitzt auf ihrem alten Thron, ihre Knochen. Glaubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich. Das Zauberbuch gönn ich mir gleich, ne? Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es! Schnapp dir das Zauberbuch! Werde ich sofort? Ich will nur Kisten abgrasen. Ja, dann gib mal her, ne? Einfacher Zauber feuern und vergessen. 3 Projektile pro Zauber verlangsamen Feinde. Ja, das wird lustig. Und das nutze ich mit L1. Besonders stark gegen Unglück. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. Also ich bin gerade eigentlich perfekt für die jetzige Umgebung, ne? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Er ist versteckt. Wo ist der Eingang? Der ist doch nicht versteckt. Oh. Das nennt man nicht versteckt, das nennt man Unterheim. Ich bin einfach gerade durch den Boden gebrochen. Die knochentrockene Luft steigt euch in die Nase, während ihr euch in die Tiefen unter der Burg. Also mit dir würde ich auch gerne mal Dungeons & Dragons spielen. Und noch älteren Geheimnissen. Eine Schriftrolle. Zu sein ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Weißt du was? Diese Lande sind scheiße. Mir reicht's. Nur noch eine Mahlzeit und ich ziehe in die Hauptstadt. Hm, das Essen ist aber echt gut. Wachen! Holt mein Vorkoster! Sagt ihm, dass er scheiße ist! Also die Hintergrundgeschichte fand ich auch gut. Warum aktiviert der Schalter da hinten etwas? Das ist doch null gefährlich. Und der? Junge, das ist 10 Kilometer weg von mir. Was ist denn das für eine blöde Falle? Vor allem, ich kann sogar drumherum. Der Dragon Lord. Diesmal hab ich Farbe. Böse Lache, ja? Das kann ich auch. Was sagst du jetzt? Nicht viel. Ein Grab in einer Gruft. Das perfekte Versteck. Ich komme, mein dunkler Herr. Die Projektile von der Waffe fliegen sehr lustig. Na? Ach, warte mal, ich wollte mal so einen Sprungangriff bei einem reinhauen, ne? Ah, das macht aber nur Flächenschaden. Tschüss. Und ich gehe am besten reich weg. Wartet eine Sekunde. Ich will nur mal kurz hier bei Sounds was ändern. So, dass die ein bisschen lauter reden. Jawoll. Zack! Ich finde es auch gut, dass ich jetzt mittlerweile richtig viele Waffen finde. Ist die besser als die? Nee.
Meine Nahkampfwaffe müsste ich vergleichen. Bisher ist meine besser. Soll ich bringen? Das war eine kluge Antwort, Baby! Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragon Lords zerbrochen! Zeit, den Dragon Lord einen aufs Maul zu geben! Er wird's schaffen, stimmt's? Ui! Für den Kerl. Einen Moment. Einer der ergebensten Untoten des Dragon Lords erhebt sich vor euch. Es ist Ribula. Initiative drauf! Okay. Ribula. Nee, Ribula. Entschuldigung. Ich erzittere nicht. Ich erzittere. Tritt ihm in den Arsch, Neuling. Nichts leichter als das. Friss meine Pfeile. Nee, lass mal. Bleib mal weg von mir. Ich denke mal, im Nahkampf bist du mir nämlich überlegen. Aua. Ribula hat echt viel Leben. Ein Heal. Bleib weg von mir. Ah, daneben. Ribula wurde besiegt, ja. Es ist noch Zeit. Ihr könnt den Dragon Lord noch wegsperren, bevor er entfleucht. Einfach alles mitnehmen. Ich nehme mal die. So. Ich weiß nicht, wie riesig mein Inventar ist. 36. Ich drücke immer die falsche Taste. So, nach Typ. Das ist ungefähr so eine Waffe, wie ich sie gerade trage, ne? Vergleichen. Würde ich gerne. Nein. Nö. Ich denke mal, ich habe gerade die beste Ausrüstung, die ich gerade haben kann. Ich verwechsel immer die Tasten. Mensch. So. Schutzregenerationsverzögerung minus 25%. Da ist Plus. Also die Regenerationsrate ist da höher. Das ist zumindest jetzt schon mal besser. Ich gucke aber trotzdem noch weiter natürlich. Der hier hätte mehr Kapazität. Aber auch eine höhere Ladeverzögerung. Habe ich auch dazu irgendwas? Ja, Conjurer. Ist ungefähr dasselbe, nur im besser. So. Irgendwann. So, jetzt. Wann aktiviert sich das denn? Wann kann ich das haben? Erstmal will ich meine AP auffüllen. Oh, bei der Vierschusssalve habe ich hier ein Visier. Bei der Waffe. Ja, die Gearbox-Verbindung, die kackt irgendwie alle paar Sekunden ab. Das hat wohl nicht ganz funktioniert. Eben besiege ich nicht, oder? Das
das ist gut. Ja, nein, vergiss es. Komm schon. Der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Genau. Du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Ja. Verwüstung im Anflug. Man sieht sich immer zwei. Tschüss. Doch erstmal muss ich einer alten, glitzernden Freundin einen Besuch abstatten. Auf Wiedersehen. Verdammt, er ist entkommen. Wir müssen ihn verfolgen. Ich will diese Bossbeute. Ja, ich auch. Oh. Die Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal. War klar. Was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin? Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Königin Arschgaul abgesehen. Ja, natürlich. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachthuf reisen. Das ist immer noch ein wunderschöner Charaktername. So, ich erhöhe mal meinen Schussschaden. Denke dann daran, dass ich auch das hier habe. Und gib mir jetzt mal Geschicklichkeit. So. Wie lange bin ich denn hier jetzt eigentlich schon dabei? Kann ich das irgendwo mal kurz gucken? Seit einer Stunde. Versuch so ein bisschen auf die Zeit zu achten. Na, kleinen Krabi. Krabi kann man umbringen. Okay. Ich habe mich gerade selber eingefroren. Ich habe jetzt so einen Steinschlag. It's a go. Neues Gebiet. Würde ich sagen. Oh, ja. Wonderlands Overworld. Die sehr lustig aussieht. Okay. Bewegt eure Figur einfach irgendwo hin. Die Details in der Landschaft gefallen mir. Es fühlt sich so an, als würde eine ganze Welt darauf warten, dass wir töten und plündern. So ist es. Willkommen in meinem Wunderland. Da ist dir wohl deine Dose ausgelaufen. Du findest dich nun auf Tiny Tinas lebensechten Rollenspielplan. Voller neuer Bereiche, Aktivitäten, Quests und gefährlicher Kämpfe. Während du versuchst, heroisch den Dragonlord zu besiegen, solltest du dich auch überall gut umsehen. Du wirst Erfahrung und mächtige Ausrüstung brauchen, um für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein. Okay. Und jetzt sehe ich mich auch. Wann habe ich nicht einen wunderschönen Charakter erstellt? Ich will dahin. Wie komme ich dahin? Da ist so ein komischer Glückswürfel. Ich komme nie dran. Bisschen schade. Die Straße nach Prachthof ist gesperrt. Schätze, ihr müsst durch dieses hohe Gras. Und gleich haben wir einen Pokémon-Kampf vor uns. Ich sehe es schon kommen. Wie komme ich da dran? Ich habe gerade alle Tasten einmal kurz gedrückt. Ein Scheiß-Typ greift an. Zufallsbegegnung. Hä? Ich lag gewissermaßen richtig. Du siehst aus, als wärst du den Ärger wert. Breitmann zum Kampf.
Ah, und dann habe ich auf einmal sowas vor mir. Hallo? Tschüss. Eine Schrotflinte? Eine Schrotflinte. Ich war es nicht. Tschüss. Tschüss, Brigant. Ich war siegreich. Okay. Für Opportunisten ist jede Karte eine Schatzkarte. Das war doch lustig. Ach so, hier liegt auch noch Zeug rum. Immer zuerst das grüne Zeug mitnehmen, ne? Ein Siegel, verlangsamen Pfeile. Das ist ein selbstzaubernder Zauber. Ich nehme es mit. Weil sowas lässt sich zumindest verkaufen. Ja, Leute, es wird einen Markt geben. Ich weiß, manche von euch haben das Spiel zwar schon zur Hälfte durchgesuchtet innerhalb eines Tages. Aber das heißt nicht, dass ich es getan haben muss. Auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst einfach nur draufhauen. Ach, jetzt kann ich die Dinger kaputt schlagen. Geh dann nochmal zurück und an den Würfel. Ich will den haben. Und im Schlummerteil fehlen mir noch zwei Würfel. Das ist mal ein Glückswürfel. Dadurch habe ich jetzt mehr Beuteglück. Im Schlummerteil muss ich auch noch die zwei holen. Du hast dir echt Mühe gegeben, ne? Mann. So gut. Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid, um Spiele zu spielen und meine Freunde zu sein. Davor war ich eine Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von Barschmalten Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Scheint so. Du bist einsam. Ich hab Freunde. Jede Menge sogar. Hier, sieh dir all die heißen Rattenschaftenhäschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel die Hoppolus und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und... warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Ich soll Gegner im Nahkampf zerfetzen. Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Okay. Ich soll Gegner im Nahkampf zerfetzen. Wir übernehmen das. Ich nutze das doch. Tod. So viele scheinen es aber jetzt auch nicht zu sein. Mein Fuß noch passt genau. Daneben! Ha! Du hast keine Chance. Das sieht so gewaltig aus. Dich prügel ich einfach kaputt. Nee, habe ich keine Lust drauf, verflucht zu sein. Die Pfeile sind auch richtig nice. Kann ich einfach so machen? Ja. Tschüss. Hat das geschadet? Hat er Schaden zugefügt, also ordentlich. Endlich! Diese Abklingzeit hat ewig gedauert. So. Ich komme. Klar habe ich schon eine Menge. Ich könnte noch mehr haben. Also der Bogen ist schon recht praktisch. Direkt mal bitte, danke. Vor allem bei der so richtig durchhaut. Da hinten ist meine Belohnung, okay. Die hole ich mir doch gern.
Oh. Nehmen und nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was die Nebenfähigkeit gebracht hat. Also hier Schutz für 20% Schusswaffenschaden, aber ich nehme es mal. Nein, die da rechts ist immer noch besser. Und ich habe noch keine bessere Nahkampfwaffe. Ist hier noch irgendwas? Man kann nichts finden. Schlau, Shining. Intelligenzbestie. Seht ihr, ich bin die Intelligenzbestie. Ich habe gedacht, ich kann einfach reinrennen. So, und Gegner im Nahkampf zerfetzen. Du erspähst einen magischen Kristall, der zu einem verfallenen Schrein irgendwo in den Wonderlands gehört. Okay. Bringt mir die Gunst des Gottes dann irgendwas? Muss ja eigentlich, ne? Wo ist denn das andere Stück davon? Da oben ist auf jeden Fall was für mich. Hier ist der Cola-Fluss. Man kriegt was dafür, wenn man von der Overworld fährt. Fällt. Kann ich hier eigentlich auch so schlagen? Ja. Ah, okay, ihr seht dieses Fenster, was ich oben habe, nicht. So, ich kann hier jetzt eine Abkürzung freischalten. Natürlich hau ich dem Ding eine drüber. Was soll ich sonst machen? So, da fehlt noch ein Schreinteil. Ich muss die Ruine erreichen, aber da oben fehlt noch was. Ist hier vielleicht noch was? Tor aufboxen? Schreinteil in der Nähe. Ja, aber wie kriege ich das Tor auf? Das Verlies da drüben verströmt starke Scheinteil-Vibes. Oh. Diesen Vibes folge ich gerne, aber erstmal nehme ich das hier. Ihre Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Prachthof, der Sitz des Adamant-Throns. Nice. Jetzt geh da rein und sichere den Ort. Auch wenn dich das an den Rand des Todes bringt und absolut verwundbar macht. Okay. Ist so gut wie tot. Ich hab die Kiste getroffen. Nein. Böse. Oh, ein Schwert. Warte. Das Schwert, das ist bestimmt richtig cool. Aber es ist gerade richtig kacke. Warte mal, warum schieße ich auf den Gegner? Einfach auf die Kiste. Ich glaube, ich habe beide getroffen. Zack. Dir fehlt dein Kopf, falls du es noch nicht gemerkt hast. Mein Fleisch ist nicht ekelhaft.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich die Kiste treffen. Tschüss. Da schreit einer. Bin bereit. Da ist er. Tschüss. Jetzt schön, wie die auch noch so wegfliegen. Also bisher finde ich das Spiel richtig gut. Die 60 Euro haben ihn sich gelohnt. Vor allen Dingen, wenn 6 Pfeile einfach nicht treffen. Meinst du wohl? Gar nicht. Du hast gar nicht gelebt. So, wo ist der Rest? Sayonara! Geschafft. Oh. Die macht mir Schaden. Ich nutze die gerne mal. Der Energiestreiter ist cool. So, was haben wir denn hier alles? Seele der Beruhigung, das da und ein Portal. Oh, der nächste Kampf beginnt. Kann ich damit mehrere treffen? Ja, die Waffe ist jetzt nicht so toll. Ich wechsle wieder zurück. Die hier war es, glaube ich. Aber ich habe sie mal ausprobiert. Was fällt dir eigentlich einfach an zu schleichen? Da klopp ich die erstmal weg. Tschüss. Feuer-Eis-Kombi. Der freut sich, dass er zerlegt wurde. Wie gefällt euch das Gift? Einfach draufhauen. Ich habe einen neuen Skill. Mache erstmal meinen Schusswaffenschaden hoch. So. Daneben. Wartet mal. Genau zielen. Feuer frei. Funktioniert doch wunderbar. Ich habe nicht gesehen, dass du ein Badass bist. Ich habe den Badass im Nahkampf verprügelt. Hab es. Bitte was, Schätzchen? Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Der will mich nicht umbringen. Keine Sorge. Der will mir nur zeigen, wo die Häschen sind. Oh, was haben wir denn da? Wenn du den Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit... Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Wir hinterfragen das mal nicht, ne? Komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Die Schutzheilige des Bargeldes ist deinen Täschchen und Geldbeutelchen gewogen. Was bringt mir das jetzt? Das interessiert mich. Vor allen Dingen, wie komme ich da hinten dran?
Oder wie komme ich da an dem Tor vorbei? Fragen über Fragen, die nie beantwortet werden. So, wie komme ich hier dran vorbei? Wir sind gesperrt. Also gar nicht. Ein bisschen schade. Dann wandern wir mal. Aber schön, dass der Messerstecher abgestochen wurde. So, das Ding sehe ich. Ich komme noch nicht dran. Von Zischios. Die alte Hexe sagte, ich würde heute zum Geld kommen. Ich war nicht schnell genug, um ihn zu boxen. Bisschen schade. Einfach mal reinschießen. Haha! Hey, beim Retten der Welt muss man moralische Abstriche machen. Es geht nichts über eine saubere Aufgabe. Keine Angst, ich mach das. Schau doch bei Gant hin. Let's pass los! Ich hätte die ganze Zeit das Blutsfass geköpft. Lebe durch das Schwert und so, so, den habe ich umgenietet. Böser Brigant. Tschüss. Aua. Das ist doch nicht nett, was ihr hier macht. Böser Kultist. Welcher Baron? Es war also ein Baron, der euch auf mich angehetzt hat. Und das in meiner Blütezeit. Ich hab gesehen, dass da einer hinter ist. Und tschüss. Sag ruhig, was du willst, ich sind sie eh nicht. Also hierbei zumindest nicht. Ja, Waffen. Da schließe ich mich dir an. Waffen sind toll. Aua. Tschüss. Besiegt. Haha. Oh. Nahkampfwaffen. Muss ich gleich mal gucken, welche davon am besten ist. Was ich auf jeden Fall mache, ist jetzt mal die ganzen Milch jetzt zu entfernen. So, das kann weg. Ich gehe mal nach Punkten. Das kann weg. Ich schmeiße jetzt alles weg, was unter 50 ist. So, das nehme ich beides mit. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Halt das, was man auch verkaufen kann. Das ist wahrscheinlich ein Scharfschützengewehr, oder? Es ist zumindest schwach. Man kann nicht sehen, was für ein Typ das ist, ne? Schade. Dass die auch schwächer sind. Also. Ey, komm, der ist nicht so viel schwächer und hat wenigstens 10 Schaden mehr. Außerdem sieht die Waffe mega cool aus. Eine sehr hohe Nachladegeschwindigkeit hat das Teil.
Ich will einmal kurz gucken. Boah, die Waffe hat ja wenig Stabilität. Wo ist meine eine coole Handgun? Falsche Taste, nach Typ sortiert. So, ich suche die Handgun. Ja, die ungefähr so aussieht. Ich glaube, das war die, in die ich gesucht habe. Die hier wäre aber noch mal ein bisschen besser. Ach, und das Buch könnte ich eventuell auch bessern. Nee, die sind alle schrecklich. Dann mal weiter. Ich werde niemals ankommen. Das Tor der Königin. Queen's Gate. Oh, eine Schnellreisefunktion. Die Truppe am Tisch können mich nicht hören. Hier unten sind nur wir. Hey, ich weiß, dass ich der Schurke bin, aber ich wollte dir trotzdem Glück für deine Quest wünschen. Nicht, dass du Glück bräuchtest. Hab ich recht? Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Und ich bin dazu bestimmt, dieses Spiel zu schaffen. Objekt des Tages. Ich kann ja auf jeden Fall mal meinen ganzen Scheiß loswerden. So, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Ich verkaufe den einfach. Jetzt habe ich 8000. Oh. Und trotzdem ist das schwächer. Aber dafür würden die Nahkampfangriffe meine Action-Skills halt runterjagen. Außerdem sieht es mega fancy aus. Scheiße, falsche Taste gedrückt. Ich wollte vergleichen. Okay, das ist safe ein Scharfschützengewehr. Und trotzdem so schwach. Okay, vergleichen. Ist eine bessere Handgun. Schade, dass das jetzt weg ist. Okay, den Rest kann ich nicht gebrauchen. Arkane Geheimnisse für den richtigen Preis. Solange dann etwas nicht mindestens 8 hat, ist es schwächer. Höchst effektiv gegen Rüstung. Sollte ich zumindest haben, um was gegen Rüstungen zu haben. Und der Rest ist Müll. Ich müsste mal kurz gucken. Vergleichen. Die sind ungefähr gleich gut, nur dass der eine Uhr Halt hat, ne? Ja, ist damit besser als meine jetzige Waffe. So, ist ausgerüstet. Und auch das wird ausgerüstet. Das, was ich jetzt mache, das macht 95 Schaden. Also ultra viel. Das andere ist halt einfach nur gut gegen Rüstung. Also wenn ich irgendwann mal gegen Rüstung anstecken muss, nutze ich das. Jetzt darf ich mein Schild vergleichen. Werden meine heroischen Taten jemals verblassen? Wahrscheinlich nicht. Okay, das klingt richtig nice.
Das ist auch die beste, die ich kaufen kann. Wie viel brauche ich dafür? 4600. Habe ich nicht. Beim besten Willen nicht. Das könnte ich mir kaufen. Wäre aber schlechter. Das wäre nur so ganz minimal bei den anderen Punkten besser, aber ich brauche die Kapazität. Den hätte ich halt richtig gern. Hat der Rittercode irgendwas zu bedeuten? So, wo bleiben die Gegner? Mächtige Mauern von Brachthuf empor. Ihr seid jedoch nicht die einzigen Neuankömmlinge. Oh! Hier ist was los. Hier ist richtig was los. Ich guck mal kurz, wie lange ich hier schon streame. Wir hätten eine anderthalb Stunde. Ich mach noch eine halbe. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge, wir übernehmen. Du hast zur Hälfte recht, ja. Mit der Waffe kann man echt genau schießen. Du hattest keine Chance. Und manchmal hat man so einen Luckshot. Aua. Es hat wehgetan. Ich habe es gesehen. Ich nehme es. Hier gibt's 15 Glückswürfel. Wartet mal. Ich werde jetzt hier doch beenden und ich hoffe, ich kann hier einfach beim nächsten Mal weitermachen. Hier jetzt ins Hauptmenü. Also bisher, was ich gesehen habe, macht das Spiel richtig Fun. Mich stört es ein bisschen, dass da die ganze Zeit steht, dass die Verbindung hier irgendwie abgekackt wäre. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ihr von Twitch könnt ja ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, weil da kommt das hinterher auch noch. Ein Follow auf Twitch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.